Mal gucken, was die ausgefressen haben. Welcome to Sapienza 47. We have two targets for you. Congressman Anthony L. Trout, a veteran of the invasion of Grenada, and Richard J. McGee. Though at first glance these two might not seem connected, they have a long-standing collaboration manipulating Trout's political opposition. Trout sends McGee after his weak but potentially dangerous adversaries and lets McGee manipulate and ultimately break them. Trout and McGee are in Sapienza on an arcane meet and greet with European money men and power brokers ahead of a possible presidential bid in 2024. We know that Trout is staying at the Via Caruso in the town square, but McGee's business is much more clandestine, and we don't have a location for where he will be. All we know is that he is to meet a Keith Keeble, a rich young man and possibly their next victim. Time to show them the consequences of political manipulation. Good luck, 47. Okay, wir gehen nach Sapienza. Das Exklusiv-Target. Nice. Was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Wir nehmen auf jeden Fall einen Dietrich mit. Wir können sogar unsere Vorteile nutzen. Dann packen wir da unseren Dietrich rein. Wir können einiges Zeug mitnehmen eigentlich. Aber ich würde einen Dietrich mitnehmen. Wo ist der Dietrich? Scharfschützen, Werkzeuge hier. MK3 Dietrich. Und natürlich unsere Silberballers. Nehmen klassisch unsere Silberballers mit, dass wir auch beide gekriegt haben. Voll geil. So, klassisch unsere Silberballers nehmen wir mit. Ja. Ich weiß nicht, ob wir gleich anfangen dürften. Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, dürften wir, aber wir machen es trotzdem klassisch von Anfang an. Dann bin ich gespannt, ob ich sie kriege. Die Exklusiv-Targets. 2 Stück schwer zu fassende Ziele auf Sapienza. Los geht's. Okay. Schwer zusammenfassendes Ziel. Zu fassendes Ziel. Dieser Auftrag ist schwer zu fassen. Fassendes Ziel. Beim Spielen von Aufträgen dieser Art gelten folgende Regeln. Der Auftrag muss begonnen werden, bevor der Counter abgelaufen ist. Lol. Nach dem Tod von 47 kann der Auftrag nicht wiederholt werden. Nachdem der Auftrag erfolgreich abgeschlossen und verlassen wurde, kann er nicht wiederholt werden. Sobald sie angefangen haben, die Einsatzziele abzuschließen, kann der Auftrag nicht mehr von vorne angefangen werden. Alter, planen Sie dementsprechend. Speichern ist während des Spiels von schwer zu fassenden Zielen nicht möglich. Die Einsatzbesprechung kann weitere Scheiterbedingungen enthalten. Okay, was? Scheiterbedingungen? Na egal, fangen wir an. Jetzt ganz, ganz, ganz viel Konzentration. Langsam. Good afternoon, 47. Trout and McGee have arrived in Sapienza. We know Trout is at the Via Caruso. But you'll have to find out where McGee will be making contact with Mr. Keeble. Security is unusually high, especially with Caruso in residence. Do be careful, 47. Do be careful, 47. Okay. Also. Hey there, big guy. Ein Ziel war, glaube ich, in der Villa von Caruso. Okay. Warum sehe ich die Ziele nicht? Ich sehe sie gar nicht. Das ist ja echt kacke. Ich weiß gar nicht, wo sie sind. Ich muss sie auch noch suchen, oder was?
How are you, sir? How are you selber? Oh Mann. Okay. Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, wo die sind. Aber wir gehen erstmal unseren Dietrich holen. Das weiß ich, wo das ist. Okay, das ist alles gleich. Sag mal, hast du noch nie ein Exklusiv-Target gespielt? Nein. Ich habe echt keine Ahnung. Nein, ich habe kein einziges gespielt. Ich weiß nur, dass wenn man verzockt, dass man es nicht nochmal machen darf. Ich habe tatsächlich noch keins gespielt. Schande über mein Haupt, Schande, ich weiß, aber ich habe auch so lange diese Reihe eigentlich gemieden. Vielleicht kommen sie ja nochmal alle. Tür schließen, eröffnen. Vielleicht kommen sie ja nochmal alle in Hitman 3, wäre geil. Weil ich es irgendwie schade finde, wenn die nicht alle wiederkommen würden. Wenn man die nicht wiederholen könnte. Echt schade. Ja, ja, ich weiß. Ich muss auf jeden Fall in die Villa. Wir haben gesehen, er trifft sich mit Mr. Caruso. Sieht es aus mit den ganzen Kameras und Gedöns? Sehe ich da gerade eine oder? Das ist eine Kamera, ja. Die ist neu. Die kenne ich gar nicht. Ich muss aufpassen. Okay. Kante. Sehe zumindest keinen. Eine Dose Spaghetti erstmal gegen den Kopf. Hier habe ich auf jeden Fall Platz, jemand reinzuschaffen. Okay, Chefkoch. Dann geh mal gucken. With this right now. Welcher Freak hat exklusiv Target eigentlich versucht auf Anzugspflicht? Und lautloser Killer. Gibt bestimmt irgendwelche Freaks, die das gemacht haben. Okay. Wir sind in Carusos Haus. Aber ich wollte noch kurz was machen. Ich wollte noch mal raus. Kamera aus. Sehr gut.
Okay. Dann gehen wir mal raus. Und schauen uns mal draußen um. Jo, schön weitermachen, Jungs. Schnippeln, bis der Arzt kommt, gell? Wenn ich wiederkomme, dann will ich die Pasta nämlich fertig machen. Kamera? Die Kamera ist nämlich weg. Okay. Kameras wurden versetzt. Da ist jetzt eine Kamera. Schauen wir uns erstmal draußen an, ob wir unser Target sehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt echt schaffe. Bin echt unter Strom. Zocki, endlich Hitman. Neu. Jetzt sehe ich ihn nicht. Da drüben ist einer, der mich enttarnen kann. Wer ist das? Mr. Caruso? Hallo? Ist das Caruso? Es kann sein, dass das Caruso ist. Er streift hier ja auch noch rum. Okay. Caruso trifft sich mit dem Ziel. Das ist nicht Caruso. Caruso kann mich nicht enttarnen. Sein Bodyguard wieder. Aber Caruso darf ich jetzt nicht töten, ne? Mr. Caruso. Are you there, Mr. Caruso? Das ist so lustig. Wir müssen natürlich irgendwie ins Haus. Irgendwie müssen wir ins Haus. Wachen wurden auch verdoppelt. Hey, what's cooking? Das geht dich nichts an, was ich koche. Arschloch. Gib dir gleich eine. Sorry. Kamera. Okay. Aber die bewegt sich nicht. Ich darf hier nicht rein. Scheiße, das hört er bestimmt. Obwohl, es ist schon weit weg. Okay. Dritte Kamera. Ausgeschaltet. Okay, zum Glück hat die nichts gehört. Also im Außenbereich. Oh, da ist noch eine Kamera. Das gibt's doch nicht. Wie viele? Hey, 47, ja. Schalt mal aus. Scheiß Gebabbel. Huch! Ach, das hast du ge. Ach! Das hast du dir angehört. Ey, okay. Okay, nee, als Gärtner will ich mich nicht verkleiden. Macht auch keinen Sinn. Jetzt mal die Tür zu.
Warte mal. Ist das unser Target? Nö. Ich weiß nicht, ob er im Haus ist von den Carusos. Oh, Rattengift. Das kann ich mal gut gebrauchen. Caruso ist nicht dein Ziel, also warum töten? Dein Ernst. Egal. Oh. Wieso darf ich mich als Koch eigentlich hier nicht aufhalten? Das ist schon seltsam. Egal. Muss aufpassen. Der sieht mich wieder. So. Wir gehen als Bodyguard jetzt durch. Terminated. Nein. Ah, das war zu kurz. Okay, what is that? Das vorne. Oh, er hat's doch gehört. Sehr schön. Okay. Rein mit dir. Und her mit der Verkleidung. Nice. Waffe nehmen wir mal mit. Okay. Okay. Aber zwei Ziele, ohne entdeckt zu werden. Ohne zu wissen, wo das Ziel ist, ist schon schwer. Toilette. Okay. Naja, das ist der Klempner. Versuche ich mal wieder reinzukommen. Ich muss so aufpassen. Okay. Kamera Nummer 4. Das war knapp. Okay, Caruso trifft sich gar nicht mit dem. Wenn ich Caruso hinterher schleiche, bringt das gar nichts. Ich muss rein ins Haus. Okay. Oh ja, geil. Oben alle. Einfach alle oben. Geil. Ich muss durchs Haus auf jeden Fall. Ich muss gucken. Wer? Warum? Hä? Wer hat mich gerade gesehen? Keine Ahnung.
Okay. How you doing? Hey, alles klar. Vielleicht ist er irgendwie ein Gast von Caruso oder so. Da kommt da eine Wache. Stop, Mommy, dearest. Are you kidding? Last time I forgot, the boss almost bit my head off. Das gibt's doch nicht. Wo steckt der Typ? Vielleicht ist er doch nicht hier. Das Target muss ja irgendwo sein. Can you believe it's been almost a year since the incident? Ja, mal ganz nach oben. Ich glaube, er ist nicht in der Villa Caruso. Also das Gefühl. Also den einen, ich habe gedacht, der trifft sich mit Caruso und ist hier. Aber ist er wohl nicht. Also. Dann. Ich gehe mal nach oben gucken in der Ding hier. In dem Zimmer von der. Wie heißt sie? Keine Ahnung. Die Doktorin auf jeden Fall. Die Laborantin. Die Laborratte. Fancy Getup. Fancy. Na, warte. Ich glaube, ich bin doch richtig. Geh doch weg! Oh, stimmt, der Zigeuner ist auch noch da. Ich von der anderen Seite rein. Ach, das ist Klo. Damn. Da ist sie doch. Mit Bodyguard. Also gut, ich habe im ganzen Caruso-Haus gesucht. Moment. Wow, a bodyguard. Jo. Moment. Warte mal. Ist das mein Ziel? Nein, nicht ganz. Der hat einen weißen Kittel an und eine schwarze Fliege. Schade, das ist der Doktor. Ach so. Mist. Also ich habe so viele Hausaufgaben, Zocki. Willst du mir vielleicht helfen? Nö. Ah! Fuck! Nein, warum habe ich den Chat gelesen? Nein, ich hab's gewusst. Mist! Kann ich nochmal neu starten? Ja, kann ich. nein, du bist schuld, Mega. Aber ich kann nochmal neu starten, Gott sei Dank. Also in Caruso Haus ist er nicht. Trout and McGee have arrived in Sapienza. We know Trout is at the Via Caruso. In der Caruso Villa ist er nicht. Ich muss rausfinden, wo der ist. Unusually high, especially with Caruso in residence. Cheater! Komm, das war unfair. Ich habe wieder gelesen und habe nicht auf die Minimap geachtet. Weißt du, wie vorsichtig ich die ganze Zeit war?
Jede Scheißkamera ausgeschalten, hier um jede Ecke geluckt. Mega ist schuld. Nein, alles gut. Wir wollen doch Silent Assassin, oder? Ich versuche jetzt nicht mehr neu zu starten. Ich verspreche es. Ich suche überall, dabei ist es hier. Aber dass man das so suchen muss, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wird angezeigt, wo deine Ziele sind, aber man muss die ja suchen. Yo, das hat Rambo. Schön, dass du eingeschaltet hast. All right there? All right. Also ich... warte mal. Ich glaube, oben, da oben ist auf jeden Fall ein Target. Ein Target ist auf jeden Fall da oben, denke ich. In diesem Büroraum. Hey, das ist neu. Dass das jetzt gelb wird, das ist ja neu. Der tut da unten putzen, der tut da oben gucken. Muss aufpassen. Hallo. Hallo, my friend. Schmeckt die Zigarette. So ein schöner Tag, gell? Und dann Teller waschen und putzen. Schon Kacka. Tja. Hat man Pech. Ich weiß nicht, ob der mich sieht, wenn ich hier hochkletter. Ich hoffe mal nicht. Ruhig da unten. Okay, durchs Fenster. Da ist eine Frau. Scheiße. Was haben wir denn da? Da steht doch was. Ach, Scheiße, wir können auch die... Warte. Da ist unser Ziel. Thank you for waiting, Miss Feller. My clients are here now. Shall we begin? Thank you, Mr. Napolitano. Please leave me with Mr. Keeble. I'm here to speak with him alone. If you think I'm letting you talk to Keith alone, let me tell you, there is no way that's happening. That's right. Rich is my friend. I won't talk to you unless he's here too. If I'm unable to speak with Mr. Keeble alone, I'm authorized to inform you that your trust fund is being shut down immediately. Yes, yeah. It's Miss Feller. Regarding the trust fund access. This is entirely unacceptable, Miss Feller. You came here under false pretenses. I've never heard. Wait. Okay, you can talk to him. I'll be in the next room, so don't you dare try to abduct him. Mr. Napolitano's men will be here in a second if you try anything. Wait. Are you sure, Rich? Yes, I am. If you need me, just call. And don't let her talk you into anything. Okay. Your mother misses you. Alles klar. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da rein? That must have been a mistake. I asked him to do that after he got me a new phone.
Das wird gar nicht einfach. Okay. Er läuft immer hin und her. Redet mit ihm. Es gibt einen Es gibt noch einen Durchgang. Okay. Und zwar, gucken wir mal auf die Karte. Es gibt noch einen Durchgang. Die sind hier, in diesem Gebäude. Aber es gibt hier noch einen Durchgang. Nee, hier sind die, hier in diesem Gebäude. Und das ist... Okay. Muss ich einfach wieder zurück. Oder? Kann ich runter? Kann ich nicht runter? Da ist auch ein Fenster offen. Scheiße, geht nicht. Obwohl, warte. Okay. Nee, das wollte ich gucken. Mhm. Okay. Oh, ist nicht einfach. Ist nicht einfach, Freunde. Ist nicht einfach, echt. Okay, aber ich schaff das. Brauche erstmal eine gescheite Verkleidung. Erstmal warten, bis der weg ist. Bis die beide weg sind. Weiß nicht, ob der mich sieht, wenn ich jetzt runterrutsche. Ich warte besser. Ihr raucht zu viel. Ihr arbeitet zu wenig und raucht einfach zu viel. Echt. Sehr gut. Look at that idiot showing off. Anybody could do that. Ja. Alles cool. Mist. Ja. Okay. So, das ist... Da oben ist der Raum. Es gibt hier irgendwo einen Verbindungsraum. Hey. Sounds like an easy job. Just hang around and look tough. Easy money. Just gotta convince the kiddies and we'll take it. That guru guy. Okay. Nah, just protecting their investment. They've put a lot of dough into this project. Hey, hallo. Can you come back in 5 minutes? Yeah, okay. Ich komme in 5 Minuten wieder. Whoa, buddy. Give a man some privacy, all right? Oh, scheiße, ich hatte doch eine gute Verkleidung vorher. Mist. So, nachher wieder die Kameras ausschalten. Das wird ja auch ein Spaß. Kiste? Oh, die Gefriertruhe. Alles klar, rein mit dir. Das ist Nummer 1 gewesen. Okay.
Gibt's hier irgendwo Rattengift oder sowas? Nicht wirklich. Schade. Okay. Hier geht's wieder in die Küche. Da ist Rattengift. Der Chefkoch geht eine rauchen. Hey, look, what you're doing is weird. We don't cotton to weirdness. Halt dein Maul und wasch deine Teller weiter. Kameras des Zorns sind hier in dem Raum. Salvatore! Guter Salvatore, aber ich bin in der Kamera drin. Okay. Weiß nicht, ob ich das... Verdammt! Alter! Er kommt einfach raus! Oh mein Gott! Der Sack. Okay. Alles klar, hier sind richtig viele. Das habe ich auch nicht erwartet. Mal gucken, ob oben welche sind. Puh, Abend, Hunter. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin sehr angespannt. Okay. Was haben wir hier? Ein Rohr. So, mit... Ist der wieder runter? Der ist wieder runter. Okay. Was haben wir hier? Fernseh. Ja, da ist die Kamera. Das wird nicht einfach. What the fuck? Was geht denn hier oben ab? Sollte ich nicht rein, aber dem seine Wohnung ist ja mal stylisch gemacht, bitte. Yeah. Geil gemacht. Ja, aber da darf ich nicht rein. Ich habe auch was gehört, bin gerade runtergekommen. Schon komisch. Naja. Vielleicht war es einfach nur ich. Da wärst du nie drauf gekommen, ne? Ab nach oben. Hm.
Leider kann ich ihn hier nirgends verstecken, aber ich kann ihn hier oben liegen lassen. Hier kommt niemand her, hoffe ich. Sehr schön. So. Die können mich beide enttarnen. Ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Vielleicht komme ich jetzt oben rein. Problem ist nur der Typ am Fenster. Nice, der ist weg. Okay. Oh. Yo, Mr. Bruder. Bodyguard. Hey, alles klar bei dir. Chillige Bude hast du hier. Nein. Hat er mich erwischt? Natürlich hat er mich erwischt. Das war's. Lautloser Killer ist weg. Ich wusste nicht, ob ich als Bodyguard da hochkomme oder nicht. Scheiße. Egal, scheiß auf Lock. Weiß nicht, ob das nur jetzt... Egal. Der Verkleidung komme ich auch nicht weiter. Aber vielleicht komme ich unten rein. Mal gucken. Wenigstens mein Ziel ausspähen. That's your Ziel. Sagt er nicht? Okay. Oh Gott, es ist über dem. Hallo! Hey, what's up? Ich wollte mal gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Und natürlich ausspähen, wie ich mein Ziel töte. Yo, hast du noch nie einen gesehen, oder was? This is over. I won't have you sit here and fill my friend's head with all of these lies. Mr. Can you please leave us? I will make that phone call without hesitation. Think about the money you lose if I do. To be very worried. Worauf wartet der eigentlich? Das habe ich nicht so ganz kapiert. Achso, ich dachte, die kommt mit ihm raus. Vielleicht hat er, keine Ahnung, vielleicht hat sie eine Waffe entdeckt oder so. Okay. Hier ist mein Ziel. Dazu muss ich natürlich hier hochkommen. Das Problem ist nur... Okay, ich kann den Kronleuchter auf ihn runterfallen lassen. Das ist auf jeden Fall eine Option. Das Problem ist nur, der... hält nicht an, ne? Das muss im Laufen passieren. Ach du Scheiße. Oh, shit, ich muss die irgendwie loswerden. Oder? Ich habe begrenztes Zeitfenster. Ich muss da sowieso rein. Ich muss nämlich... das ausschalten. Okay.
glaube, lautloser Killer habe ich sowieso nicht mehr. Ja. Okay. Wuppdidu macht er jetzt. Ja, like that. Ja. Bam! So sieht's aus. Schnell weg mit dir, bevor irgendjemand was gehört hat. Ich glaube nicht. Nice. Okay. Was denn da? Eine Pistole. Und da? Okay. Ah, warte mal. Hört er nicht. Obwohl er am Fenster steht. Echt jetzt? Okay. Das hört er auch nicht. Obwohl der am Fenster steht. Ach, Kacke. Egal. Ich kann nicht an der Wand entlang, weil sonst könnte ich nämlich unter ihn und dann rausschnappen. Er ist sowieso am Fernsehglotzen. Das klappt nicht. Das ist vielleicht gefährlich, wenn ich entdeckt werde. Hört er nicht. Da muss er am Fenster stehen. Ah, der steht nicht am Fenster. Scheiße. Okay. Mit einem werde ich ja schon fertig. Den kann ich aus dem Weg gehen. So, sowieso, wenn er am Fenster steht. Das, glaube ich, geht schief. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Oder auch nicht. Nice. Überwachungskamera ausgeschaltet. Nichts wie raus hier. Gut. Scratch that. Turned out to be nothing. Okay. Ein begrenztes Zeitfenster. Wie lange? Das muss ich gucken. Wie lange braucht er immer für eine Zigarette? Schauen. Auch die Zigarette fertig. Sag mal, wie viele Zigaretten raucht? Der raucht am Fenster, dann raucht er an diesem Fenster. Sag mal, Kettenraucher oder was? Sieht fast so aus. Er sieht mich durch das, durch die Tür, ist klar.
jetzt erstmal das. Ja. Okay. Zack, komm her. Jawohl. Wieder einer weniger. Mein Gott, langsam stapelt sich's hier. Egal. Jetzt ist alles vorbereitet. Wenn hier oben wenigstens meine Kiste wäre, wäre nicht schlecht. Okay, Jungs, ich bringe hier noch einen. Wer will mitmachen bei der Party? Pyjama-Party. Der eine hat sich schon ausgezogen. Okay. Okay. Jetzt. Natürlich brauche ich das hier. Und das hier. So. Wir warten ab. Okay. Das muss jetzt natürlich funktionieren. Der dreht sich sowieso nicht. Ist am Fernsehglotzen. Jetzt kommt die Tussi raus. Der darf nicht am Tisch stehen. Okay. Der darf nicht am Tisch stehen. Ich will ihn nicht erwischen. Schön. Abwarten. Bitte. Bum, 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 bum. Spannung. Ich weiß halt nicht, wann er genau drüber ist. Ich wette mit dir, ich verzock's. Ich weiß es. Würde der mich da oben sehen? Ich glaube nicht. Her, wie so ein Panther. Ich kann das nie einschätzen, ob das ich ihn erwische oder nicht. Also ich muss das auf jeden Fall machen, wenn er nicht an seinem Laptop ist. Komm schon. Wenn nicht, dann muss ich mir was anderes überlegen. Yes! Erwischt! Penner! Target okay. Down. Target down. Nice! Wir haben ihn.
guckt so. Ah, ist nur einer gestorben, mein Gott. Na, egal. Deine Verkleidung schnapp ich mir auch noch. Okay. So, jetzt wird erstmal. Jetzt wird erstmal sauber gemacht hier. Okay. Vielleicht komme ich so ein bisschen ungesehen herum, aber gut, die suchen jetzt sowieso alles ab. Egal. Der erste ist auf jeden Fall erledigt. Mr. Richard hat das Zeitliche gesegnet. Nice. Absolut nice. Jetzt muss ich nur noch den anderen suchen. Ich glaube, der geht. Warte mal. Nee, mit der Verkleidung komme ich irgendwie nicht so weit. Feindliches Gebiet. Achso. Ich darf hier gar nicht sein, oder was? Ach. Okay, er darf hier drinnen sein, ich nicht. Das ist ja auch seltsam. Naja, egal. Warte mal. Ah, ich dachte gerade, das wäre das Papier, aber ist es gar nicht. Okay. Das war Target Nummer 1. Jetzt muss ich gucken nach Target Nummer 2. Der trägt die Leiche weg, oder? Alles leer. Keiner mehr da. Die sind einfach gegangen. Ich weiß nicht, Frühjahrsputz? Okay, dann räume ich mal auf. Wir wollen doch keine Spuren hinterlassen. Alles klar. Das gehört auch dazu. So. Vorsicht, Kopf! Dang, 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 dang. Okay. Hab ich den Abend, Ephrael, hab ich schon gesagt? Ich weiß es nicht. Bin so unter Strom gerade. Schön, dass du eingeschaltet hast und willkommen zum Exklusiv-Target in Sapienzia. Ich wusste gar nicht, dass es in Sapienzia ist. Ich dachte, es wäre jetzt in den neuen Hitman-Leveln. Aber so wie es aussieht, haben sie nochmal die alten recyceln wollen. Frühjahrsputz. Na, na, na. Vorsicht, nicht den Kopf stoßen. Ups, Entschuldigung. Es war Absicht. Okay. Ist keiner drin. Okay. Dann rein mit dir. Nice. So, und den letzten noch. Dann war es wirklich ein Unfall. So. Und dann muss ich den nächsten suchen. Vielleicht hält er sich irgendwo in der, an der Kirche auf oder so. Der Villa habe ich ihn nicht entdeckt. Achso. So, jetzt tiefer.
Der Hippie kommt auch nicht von oben runter, ey. Alles klar. Aufgeräumt, verlassen wir das Haus. Ja, was geht? Achso, du hörst mich nicht. Say the word, I'm ready. Nee, alles klar. Wow. Yeah, his torches and pitchforks are out of the question. I heard they all work for that pharmaceutical company, Ether. Caruso must be important. Yeah, important or not. Old lady Caruso must be rolling in her grave. Now, she had class, Evelyn. She's a cranky old bat that thought she owned the whole damn town. You're just being sentimental. I'll take cranky over weepy any day. Yeah, well, you got a point there. Okay. Mal gucken, haben wir noch irgendwelche Infos? Also das erste ist eliminiert. Das zweite Ziel. Guck mal, sie hat vielfache ausgezeichnete Kriegsheld. Mit einer großen Anhängerschaft unter den regelmäßigen Wählern der USA. Somit stellt er eine Bedrohung für beide Seiten des polnischen Spektrums in den Vereinigten Staaten. Oha, wie viel. Villa auf den Klippen. Wir haben erfahren, dass er Silvio Carusos besucht und 48 Stunden in dieser Villa auf den Klippen bleiben wird. Er ist doch im Caruso-Haus. Okay. Ich weiß nicht, ob ich als der Bodyguard hier durchkomme, aber ich glaube nicht. Aber Bodyguard ist Bodyguard. Jo, was geht, Leute? Alles klar? Alles ruhig? Ich darf rein, oder? Jo. Ich darf rein. Okay, er ist auf den Klippen. Also ganz da hinten, wo ich sowieso noch nie war. Ach du Scheiße. It's not funny. I used to work inside. You know, like work. Okay. Müssen wir aufpassen. Yes. Mr. Caruso mich jetzt nicht entdeckt. Oder seine Bodyguards. Wobei, ich bin eigentlich ziemlich safe. Außer die da oben. Jo, alles klar, beim Rasen, alles soweit gut, ja. Dann hackt's mir nicht die Pflanzen ab, habt ihr gehört? Da drüben ist er also. Er muss da drüben sein. Als Gärtner würde ich dorthin kommen. Okay. Das ist nur der. Nur der kann mich enttarnen. Nein, der andere auch. Okay, ab nach unten.
hoch. Scheiße. Das ist ja nur zum Hochkommen. Ich komme da gar nicht rüber. So ein Mist. Ich dachte, ich würde da rüberkommen. Aber komme ich gar nicht. Muss mir wohl doch eine Gärtnerverkleidung besorgen. An denen vorbeizuschleichen. Natürlich auch eine Möglichkeit. Oder ich platziere eine Waffe. Da wie die Gorillas, Alter, echt. Er wird die Waffe sehen und weglaufen. Sie wegbringen. Er wird sie wegbringen. Dann brauche ich noch. Also entweder hier oder welche Insel hat er sonst gemeint? Ist er auch verdammt gut bewacht. Okay, er hat die Waffe gefunden. Nice. Es sei denn, ich knips ihn einfach aus. Einschalten. Sehr schön. Das war der erste. Scheiße, dass ich mich nicht darüber hangeln kann oder so. Nee, nee. Nee, nee. Für dich, Katsching, für mich, ich bin drin. Alter, hier war ich ja noch nie. Surf die Face jetzt hier. Oh, hier ist eine Kanonenkugel. Oh, dein Fuck Ernst. Das ist keine Kanonenkugel, oder? Doch. Verpiss dich, Mann! Da gibt's nichts zu sehen! Oh, da ist ja noch ein Gärtner. Als Gärtner wäre ich hier besser durchgekommen, echt.
Gibt's noch einen anderen Weg? Das ist der einzigste. Nur einer. Schlüssel. Hier ist nur einer. Gucken, wie es hier oben aussieht. Warum sollte er sich auch hier niederlassen? Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, hier finde ich ihn auch nicht. Hier finde ich mein Ziel auch nicht. Shit. Das ist ein Boot. Eine Kanone. Oh. Beutel Schwarzpulver auch noch. Nice. Könnte ich die laden oder was? Kannst Kanone nicht geladen. Geil. Kann die Kanone laden. Ist ja nice. Okay, aber hier geht's noch weiter hoch. Vielleicht ist er doch hier. Wer ist der Typ da oben? Noch mehr Schwarzpulver. Okay. Oder ist er doch in der Villa? Aber das hier ist die Insel. Aber das ist ja... Ich glaube, ich bin hier falsch. Aber egal. Ich weiß nicht, ob die Wache mich sieht. Oh, schon lustig. Caruso's Wasserfalls. The guy who hates to travel owns a private plane. The rest of us ride the bus like sons. Escape me. Hier ist er auch nicht. Jetzt habe ich mich hier reingeschlichen. Wie ein Idiot und er ist hier nicht. I'd love to take it for a spin over the ocean. Someday. Er muss in der Villa sein. Aber wo? Das ist die Frage. Wo? Egal, dann habe ich jetzt auch mal hier. War ich auch mal hier, weil hier war ich noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass hier eine Kanone steht. Gekommen. Doch, von hier. Sir. Ah! Ah! Wieso komme ich da nicht drüber? That's it. Sehr schön. Er muss im Haus sein. Ich muss ihn finden. Das wird echt schwer. Shit, Caruso kann mich enttarnen. Warte, nochmal lesen. Also ich bin mir nicht sicher.
Durch Europa, wobei er Geschäftsleute und Staatschefs von der bekannten und wahrscheinlich Präsidentschaftskandidatur besucht. Wir haben erfahren, dass er Silvio Caruso besuchen und 48 Stunden in dessen Villa auf den Klippen bleiben wird. Er ist in der Villa. Ich muss nur rausfinden, wo. Das erste Mal habe ich ihn nicht gefunden. Ja, das nehme ich auch mal mit. Ein Hammer kann man immer gebrauchen. Weil der ist ja hammerhart. Keratgift, das brauche ich vielleicht. Okay. Die üblichen Verdächtigen. Als Putze vielleicht. Als Putze habe ich vielleicht mehr Chancen, ihn zu finden. Unten im Labor wird er wohl nicht sein, oder? Kaffeemaschine. Vergift. Ah, Rattengift. Nice. Warten, bis der wieder rauskommt, eine rauchen. Dann sieht er das und sagt so, oh nein, 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 wieso? Was ist hier los? Okay. Mal gucken. Erstmal so lange eine trinken. Ein Schluck genehmigen, wollte ich eigentlich sagen. Eine trinken. Ich deutsche heute auch sehr gut. Jetzt. Ja, er zündet sich seine Zigarette an und dann sieht er es nicht. Gucken, ob er das wenigstens hört. Oh. Hä? Okay. Weird sound. Ach, die. Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich dem seine Verkleidung, aber ich glaube, das kann ich mir in die Haare schmieren. Okay, also. Der hat auch einen Hut an. Und blaue Krawatte. Und auch so einen coolen Hut. Hallo? Alles klar? Machst eine Pause, ja? Na gut. Gönn dir. Okay. Wo ist unser Gast? Im Gästezimmer. Aber die Boten, die sagen auch gar nichts, ne? Diese scheiß Villa ist doch nicht so. Almost a year since the incident. Oh yeah. What exactly did happen that night? I remember waking up and Caruso was in the hall screaming that his mother's ghost was back to haunt him. Welcher Villa auf der Insel? In seiner Villa. And apparently Caruso claims his mother's old friend.
komme einfach nicht klar, wo das Ziel ist. Just look for a combination code, like Ms. DeSantis said. Caruso's absent-minded. Likes to write things down. Yeah, but he wouldn't just leave it lying around for the cleaning staff to find. Could be jewelry and stuff inside. Staff wouldn't even know about the safe. They never come up here. That being said, if I was the doc, keep the code downstairs in my office. Ja, das kennen wir ja schon. Das bringt mich auch nicht weiter. DeSantis says try, okay? So, just try. Huh. I thought it was a good idea too. All right. Where haven't we looked? Okay. Lass mal die mal weglaufen. Ist einfach eine Plastikplane. Okay. Ziegelstein nehme ich mal mit. Vielleicht kann ich ihn von da oben irgendwo erkennen. Hier läuft keiner mit Hut rum. Da ist eine Insel. Wo ist das Ziel, verdammt? Entschuldigung. Ich bin doch richtig, oder nicht? Vielleicht ist er da drüben. In. Probieren wir es aus. Obwohl. Ich denke gerade so, hä? Hat er nicht gehört. Okay. Muss er wahrscheinlich im Raum sein. Okay, Karte. Ich habe so gehofft, dass er vielleicht hier ist, aber ist er auch nicht. Diese Villa ist doch nicht so groß. Okay. So lachen, wenn er nachher da unten steht am Pool. Nein. Komm ich hier oben drauf? Seine Privatgemächer ist er wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, meine Nase läuft ein bisschen.
Aber sie ist frei. Da unten. Alter, es gibt's doch nicht. Dass ich den nicht finde. Die scheiß Villa ist doch nicht so riesig. Jetzt mal ohne Spaß, wo ist der? Schlüssel. Schwer zu fassendes Ziel, aber wirklich. Caruso trifft sich aber auch nicht mit ihm oder so. Natürlich Caruso ein bisschen beobachten. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Sagt er ja, wo er ist. Ich glaube auch nicht. Nette Bilder. Also ich bin jetzt langsam ratlos. War überall. Ich habe ihn nirgends entdeckt. Weiß einer, wo der ist? Wahrscheinlich nicht. Weiß nicht, ob die mich auch entdecken. Immer lieber durch die Küche, dann bin ich safe. Also er ist in der Villa. Aber wo versteckt er sich denn bitte? Ist er vielleicht doch unten? Küche. Okay, warte mal. Ich bin hier. Oh, is there like a da ist er doch. Da ist er. Ja, ich hab's gerade gelesen. Ich hab's gerade gelesen, ne? Ich hab ihn. Ah, schon wieder. Er ist aber auch gut bewacht. What's up? Hey, what's up? Ich wollte mal gucken, ob hier alles okay ist. Ach nee, oder? Ja, ich beobachte ihn mal. Er telefoniert auf jeden Fall. Er ist nicht alleine. Wird gut bewacht von seinen Bodyguards.
Den Schlüssel habe ich auch noch gesucht. Ich könnte ihn wieder mit dem Kronleuchter erledigen. So wie sein Bruder. Ist das sein Bruder? Ich glaube ja, ne? Das sind Brüder. Haben die den gleichen Namen? Ich weiß gar nicht. Ne, es sind keine Brüder. Geschäftspartner, glaube ich. Drei Personen natürlich in dem Raum. War ja klar. Caruso kommt auch nicht. Nein, das, guck mal, ich habe überall gesucht und dann ist er da drin. Purple Haze. Gerade da, wo du geschrieben hast, habe ich es gesehen. Er macht aber auch nichts anderes. Und hier ist ein Bodyguard und da ist ein Bodyguard. Und hier steht auch noch einer rum, der... Keine Ahnung. Boah, ist das schwer. Der andere war ja Pillepalle gegen den hier. Weiß nicht, ob ihn das erwischt. Ne, das erwischt ihn ganz sicher nicht. Er muss sich hier hinsetzen. Hallo? Hallo? Oh, sorry. Do we have a problem? Ich wollte sie nicht stören. Ich will mal wissen, ob der... er telefoniert weiter. Vor allem lustig, dass man nichts hört, wie er redet, ne? Okay. Eigentlich ist der Einfache, sagst du? Find ich nicht mit drei Leuten in einem Raum. Ich muss erstmal die Leute aus dem Raum rauskriegen. Das ist das. Es sind vier Leute in dem. Drei Leute sind da drin. Wie soll ich den erledigen? Kann ich hier irgendwas. Der trinkt nicht. Der isst nichts. Good hunt. Hey, alles klar. Ich hab gedacht, vielleicht kann ich was an diesem Globus machen, ne? Der bleibt nicht nur da. Für mich sieht es aber schon so aus. Ich glaube, der buggt bei mir, hä? Na toll. Servus. Ja. Du hast das erste schon verpasst. Das erste Ziel habe ich schon erledigt. Aber das zweite Ziel ist hier... Ascension mit drei Personen drinne und er hockt nur die ganze Zeit am Telefon. Er macht nichts anderes wie telefonieren. Ich muss jetzt, da er nichts anderes macht, mir irgendwie überlegen, wie ich ihn herlock. Dann machen wir es klassisch. Nice. Wer kommt? Okay. What? Ja. Command, possible disturbance in my position. Checking it out.
anyone's there, identify yourself. Okay. Okay. Zack. Einmal. Okay. Schnell rein. Schnell, schnell rein. Nice. Alles klar. Ha! Nein, er telefoniert noch immer. Ich wollte gerade sagen, scheiße, jetzt ist er weg, aber nein, er telefoniert noch immer. Locken. Ja, natürlich geht wieder die Tür zu, wenn ich eine Münze werfe. Ist ja klar. What? Ja. Kommt der? Was? Echt jetzt? Dein Fuck Ernst. Jetzt muss ich den anderen auch noch loswerden. Okay. What the? Oh. Possible intruder. Sweeping area. Over. Possible intruder. Hello? Oh. Münze, hol sie dir. Yep. Dich mach ich genauso kalt wie dein Kumpel. Zack. Und ein. So. Raum ist fast sauber. Fast. Ich hab's fast geschafft, aber... Wie werde ich den jetzt los? Und vor allem, wo stecke ich den hin? Hm. Es kann sein, dass dann hier einer den sieht, wenn ich den hier jetzt... Ja, es kann sein, ja, dass ich das anders habe, weil ich den anderen als erstes habe. Okay. Jetzt. Hä? Nicht? Was? Er sieht nicht die platzierte Waffe. Verdammt! Na egal. Wenn er wenigstens was trinken würde oder so, dann vielleicht... Jetzt ist diese unfaire Waffe, wäre jetzt nicht schlecht, ne? Einfach einen Pfeil verpassen, da ist ihm schlecht, er geht aufs Klo.
Und ich bin alleine mit meinem Ziel. Ich will mal kurz was checken. Hier ist... Das Problem ist nur, hier ist das Fenster offen. Aber ich kann ihn... Ja, ich könnte ihn erledigen und hier reinziehen. Ich hoffe, er kommt jetzt. Ich lock ihn raus. Scheiß drauf. Fuck! Der backt! Was war das? Hä? Er kommt nicht. Er kommt einfach nicht aus diesem Raum raus. Ich muss es versuchen. Es klappt nicht anders. Weird. Hey, check that out, would ya? Yeah, all right. Yeah. Hey, hast du was gefunden? Nice. Nicht schlecht. Schnauze. Schnauze. Shit. Okay. Ich hoffe, es sieht ihn keiner. Ich hoffe so. Okay. Jetzt Schluss mit lustig. Jetzt erledige ich dich. Und zwar auf klassische Art. Mit meiner Klavierseite. Alle abgelenkt. Okay. Und tschüss, mein Freund! Yeah, nice! Mission completed. Time to find an exit. Good. Rein mit ihm. Mission complete! Ich glaube, ich lasse den da liegen. Und mach mich jetzt so schnell wie möglich vom Acker. Ich muss runter. Wir haben die Autoschlüssel. Hallo. I'm sorry. I'll let you do your job. Ja, ja, passt schon. Nee, haben wir nicht. Das ist das Flugzeug. Scheiße. Nee. Okay. Jetzt nur nicht erwischen lassen. Alter, das war eine Arbeit. Junge Vater, Alter. Spannend bis zum Schluss. Nice! Erstes Target. Schwer zu fassendes Ziel erledigt. Wo ist denn der Ausgang? Gibt's keinen anderen Ausgang? Dein Ernst? Ja, danke. Well done, Initiate. Ja, ab mit dem Boot. Ich auch noch nicht. Bin immer mit dem Flugzeug hier geflüchtet. Jetzt hauen wir ab mit dem Boot. Tight security, man. Ja, ja. Alles klar. Thank you.
Mission complete! Yeah! Lautloser Killer! Nice! Was ist das? Eins? Ja, man kann alle einfach töten. Alter, krass. Anzugspflicht gibt's auch. What? Nee, oder? Das ist doch Anzugspflicht, oder? Ja, ich glaube schon. Alter, wäre das krass. Alter. Krass. Nice. Geil war's. Junge. Schwer. Sehr schwer, der letzte. Aber, naja. Schlussendlich habe ich sie doch alle aus dem Raum rausgekriegt. Ich habe neue, schöne, schicke Handschuhe bekommen. Sehr lässig. Neue Sachen freigeschalten des Zorns. Das war's. Junge.